Ja, leider passiert es immer wieder, wenn man die Sterne mit dem Star-X-Terminator entfernt, dass dann solche kleinere Hintergrundgalaxien leider nicht als Galaxien, sondern als Sterne erkannt werden und gleich mit entfernt werden. Ja, heute in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Hintergrundgalaxien relativ schnell und einfach wieder zurück in euer eigentliches Hintergrundbild bekommt und so, dass dann quasi das wirklich nur eine reine Sternenebene ist. Ja, mein Name ist Daniel und wenn du dich auch zum Thema Astrofotografie interessierst, abonniere gerne diesen Kanal, damit du auch künftig keine Videos hier verpasst. Viel Spaß mit dem Video! So, dann blendet man sich jetzt hier mal die Hintergrundebene aus mit den Galaxien, so dass wir jetzt quasi nur die Sternenebene haben, wo sich aber eben auch diese Hintergrundgalaxien befinden, die wir aber da nicht drinnen haben möchten. Ja, diese Ebene werden wir jetzt hier mal duplizieren, also mit Ctrl und J einmal hier herauf kopieren. Und diese Ebene gehen wir jetzt hier von negativ multiplizieren auf Differenz. So, und anschließend drückt man mit gedrückter Alt-Taste hier auf dieses Maskensymbol hier und erstellen uns hier eine schwarze Maske. Das heißt, jetzt sehen wir wieder hier herunten diese Sternenebene mit diesen ganzen Hintergrundgalaxien. So, und jetzt gehen wir einmal von links oben nach rechts unten durchs Bild durch. So, hier sehen wir jetzt ein bisschen schlecht, wo das Bild zu Ende ist. Ich gehe jetzt hier mal beim Hintergrund auf Standard. So, und jetzt müssen wir hier diese Ebene hier auswählen mit dieser Maske hier. Also so, dass hier dieses weiße Kästchen hier um diese Maske ist. So, und dann wählen wir sich jetzt hier den Pinsel aus mit 100% Deckkraft, einen relativ weichen Pinsel. Ja, und die Größe ungefähr so, dass ungefähr so diese Größe hat. Und dann malen wir jetzt hier diese ganzen Hintergrundgalaxien weg. So, mit X können wir sich jetzt hier die Vordergrundfarbe von schwarz auf weiß umändern, weil die Maske ist ja schwarz, also müssen wir weiß drüber malen. Und jetzt malen wir sich diese ganzen Hintergrundgalaxien weg. Ihr könnt es auch in die 200% Ansicht gehen, dann wird das Ganze natürlich nochmal ein bisschen genauer. Jetzt hier fürs Video werde ich es mal so machen, ein bisschen flotter das Ganze. So, und ich gehe jetzt hier einmal komplett durchs Bild durch, also von links oben nach links unten. Wenn ich links unten bin, dann gehe ich hier einmal so herüber und dann gehe ich eben hier wieder rauf. Ja, auch hier beim Galaxiekern, also ich blende jetzt hier nochmal den Hintergrund ein, da sieht man auch hier beim Kern von dieser Galaxie hat das da X-Terminator da ein bisschen gepfuscht, sage ich jetzt mal, da ist ein bisschen was vom Kern durchgekommen. Auch das kann man hier dann wunderbar rausnehmen, dass das eben nicht mehr in der Sternenebene ist. Auch dafür ist jetzt hier diese Methode recht gut geeignet. So, wenn ihr das Ganze jetzt gewissenhaft so gemacht habt, ihr könnt dann hier auch noch mal vorher nachher machen, dann seht ihr, okay, diese Galaxien sind jetzt hier von der Sternenebene weg. Dann werden wir jetzt hier diese Sternenebene wieder als neue Sternenebene zusammenfassen und zwar mit Shift, Ctrl, Alt und E, also mit diesem Monster-Shortcut. Nennen wir den jetzt hier mal Sterne, diese Ebene. So, das Augensymbol machen wir jetzt hier mal weg, dass das jetzt hier noch ausgeblendet ist. Und jetzt blendet man sich die untere, die ältere Sternenebene noch mit diesen Hintergrundgalaxien mal aus. Und somit haben wir jetzt hier nur quasi die Hintergrundgalaxien. So, jetzt blendet man sich hier mal den Hintergrund wieder ein, also die Galaxien, und stellen wir diese Ebene von Differenz hier auf negativ multiplizieren. So, jetzt seht ihr schon, was passiert, wenn ich jetzt hier diese Ebene mal ein- und ausblende.
Ich zoome jetzt hier noch ein bisschen näher ran. Also diese Hintergrundgalaxien, die vorher noch in der Sternenebene waren, sind jetzt quasi hier zu sehen. So, und damit wir jetzt auch das hier zusammenfassen zu einer Ebene, können wir das jetzt hier auch wieder so tun mit Ctrl, Shift, Alt und E. Somit haben wir jetzt hier eine neue Starless-Ebene. So, diese hier können wir jetzt eigentlich löschen, die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Somit haben wir jetzt hier diese Starless-Ebene mit den ganzen Hintergrundgalaxien. Diese Ebene müssen wir jetzt hier wieder auf negativ multiplizieren setzen. Und somit haben wir jetzt hier quasi die Hintergrundebene mit den Sternen wieder vereint. Ja, warum habe ich jetzt das Ganze gemacht? Eigentlich halt in erster Linie deswegen, weil ich eigentlich bei meiner Bildbearbeitung die Sterne und den Hintergrund separat bearbeiten möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Sättigung bei den Sternen erhöhen möchte, dann möchte ich die halt wirklich nur bei den Sternen erhöhen und nicht bei den Hintergrundgalaxien. Oder wenn ich jetzt hier die Sterne zum Beispiel ein bisschen verkleinern möchte, hier mit der Helligkeit Einstellungsebene, dann möchte ich eben auch, dass das Ganze wirklich nur auf die Sterne angewendet wird und wieder nicht auf den Hintergrundgalaxien. Und umgekehrt, wenn ich jetzt nur die Galaxien ein bisschen bearbeiten möchte, zum Beispiel nur hier die Sättigung erhöhen, dann möchte ich ja wiederum nicht, dass das Ganze auch bei den Sternen passiert. Und deshalb macht es schon Sinn, wenn man das sauber trennt. Meistens schafft es auch das Star-X-Terminator recht gut, aber eben wie wir gerade gesehen haben bei diesen kleineren Hintergrundgalaxien, ja, da funktioniert das leider oft nicht ganz so gut. Ja, das soll es jetzt hier an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch sternenklare Nächte und haltet die Ohren steif. Bis demnächst. Ciao, ciao.